Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal, wie ihr seht, geht es um PureVPN. PureVPN hat nämlich ein richtig geiles Angebot momentan und PureVPN hat gefragt, also hat mir eine E-Mail geschrieben, würdest du gerne ein Video zu unserem neuen Rabatt machen, den wir haben? Und da habe ich gesagt, na klar, mache ich gerne. Wie sieht's aus mit einer einmonatigen Gratis-Mitgliedschaft zum Verlosen für meine Abonnenten? Haben sie gesagt, klar, machen wir. Und dann war das denn hier gegessen. Und deswegen wird hier irgendwo Werbung stehen. Aber nichtsdestotrotz, meine Abonnenten wissen es ja, aber das ist jetzt mein PureVPN-Profil. Ja, also hier oben steht meine PureVPN, mein Username. So, und wenn wir jetzt hier einfach mal übersetzen machen. Derzeit bieten wir unseren 5-Jahres-Nutzern kein Upgrade an. So, also den 5-Jahres-Nutzern wird momentan kein Upgrade zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich habe 5 Jahre. Mein PureVPN läuft noch. Oh, scheiße, das weiß ich aus dem Kopf nicht. Irgendwas nach 2020. 21, 22, 23. Irgend sowas in dem Dreh. Ich habe keine Ahnung. Es läuft jedenfalls noch ein paar Jahre. Ich habe damals ein geiles Angebot. Ihr habt, so wie jetzt, auch ein geiles Angebot mit den 3 Jahren. Und da habe ich halt zugeschlagen. Ich bin auch nicht gekauft oder irgendwas dergleichen. Also das ist meine ehrliche Meinung. Ich habe 2 VPN-Programme und eins davon ist PureVPN. Und wenn wir jetzt hier raufgehen, ihr spart wirklich extrem. Weil hier kostet 3 Jahre 61 Euro einmalig und 1 Jahr kostet 62,04 €. Ja? Also ihr zahlt hier 1,04 € mehr als hier und hier habt ihr dann so ja noch anstatt 1 Jahr 3 Jahre. Also der Preis ist wirklich der Hammer. PureVPN bietet euch natürlich aber auch einiges. Ich hatte früher, hatte ich PureVPN als... Jetzt fällt mir meine Energy-Dose hier runter. Hatte ich PureVPN als App bzw. als Programm auf meinem Laptop bzw. dann PC. Klickt man hier drauf. So, dann wird es automatisch runtergeladen. Das ist schon der 5. Versuch für dieses Video, ey. Ich verquatsche mich ein bisschen zu viel. Und vorhin hatte ich kein Bild. Egal. Ich nutze aber eher gerne Chrome. Das ist ein Add-on, das könnt ihr in Chrome machen, das könnt ihr in Firefox machen oder in Android. Funktioniert super. Android kommen wir gleich noch dazu, Chrome zeige ich euch auch gleich noch. Weil ich mag es eher, dass ich es hier oben an- und ausschalten kann. Also ich gehe einfach hier oben rauf und sage dann an- und ausschalten. Oder ich brauche halt nicht unten hier auf... da und dann mit Programm raussuchen und so. Ich habe das einfach hier oben, weil ich brauche nicht, brauch's nicht immer. Einige Webseiten dürfen mich tracken, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Das muss so sein, damit das besser läuft. Aber andere Webseiten, wenn ich oder so unterwegs bin, möchte ich nicht getrackt werden und möchte nicht wissen, möchte ich nicht, dass derjenige weiß, wo ich war, von wo ich komme oder sonst irgendwas oder meine IP oder irgendwas dergleichen. Wenn ich zu YouTube hochlade, ist es eher kontraproduktiv. Wisst ihr selber. Und dann können wir dann hier oben halt dann auswählen. Ja, ich habe jetzt hier gerade Australien drin, Connect und Disconnect. Dann kann man halt hier auch die Länder auswählen. Ja, ich habe hier ein paar Favoriten. Da kommen wir später noch dazu. Ja, und dann gibt es hier ganz viel. Läuft wirklich erste Sahne. Kann ich wirklich nur bestätigen. So, wir wollen aber gucken. Hier gehen wir auf die TV-Apps. So, das habe ich jetzt hier alles schon mal geöffnet. Außer Kodi. Kodi öffnen wir mal separat. Hier wird halt erklärt, wie ihr Kodi auf verschiedenen Sachen installieren könnt oder halt ein VPN in Kodi nutzen könnt. Früher war das mit OpenVPN. Jetzt ist es ganz anders. PureVPN hat so ja eine Kodi-App. Da wird auch erklärt, wo die Repro zu finden ist, was ihr eingeben müsst. Das habe ich noch nicht gemacht, das werde ich aber in den nächsten Tagen definitiv auch mal machen. Vielleicht mache ich dazu auch ein Video, wenn es für euch interessant ist. So, Fire TV habe ich schon geöffnet, weil wenn ihr hier raufklickt in eurem, in eurem Benutzerkonto, kommt ihr zur amerikanischen Seite.
Und das habe ich auch schon mal geöffnet, das ist hier. Ja? Also da kommt er dann, eigentlich kommt ihr dann hier hin, das ist zu dieser Version. Die gucken wir uns aber auch gleich mit an. Neuladen. Ihr habt nämlich jetzt hier zwei VPNs. Einmal, beide sehen exakt gleich vom Bild aus, nur vom Namen her unterscheiden sie sich. Nummer 1 und Nummer 2. So, Nummer 1 ist für Sicherheit für ihr Android. Ja, das ist halt, wo ist das? Dieses hier. Ja, das ist für ja, Smartphone, einige Tablets werden wohl auch unterstützt und so. Und dann die zweite Variante ist dieses. Für Proxy, für Android. Und das ist dann halt das, was wir für Fire TV haben, beziehungsweise für Android TV. Wenn ihr zum Beispiel Android TV habt, dann wird diese Version installiert. So. Dann haben wir noch Fire TV. Wie gesagt, da sind wir zur amerikanischen Seite gekommen. Ihr geht einfach ganz normal in Amazon rein und dann gebt ihr pur VPN in die Suche ein. Beziehungsweise ich werde auch den Link unten in die Videobeschreibung packen. Scheißegal. Da geht ihr dann einfach drauf und dann habt ihr hier die Möglichkeit, wie gesagt, das ist komplett gratis, die App. Ja? Ihr zahlt ja nicht für die App, ihr zahlt für die Benutzung. So, und dann habt ihr die Möglichkeit, an eure Geräte schicken zu lassen. Mir fällt gerade auf, mir fehlt ein Gerät. Box 1, Box 2, Box 3, Fire TV Cube Schlafzimmer, das ist das US-Modell, das ist das deutsche Modell, hier fehlt der Stick. Aber egal. So, oder nur Cloud. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr mehrere Geräte habt, die Geräte da auswählen, und also einzeln und sagen, liefern. Dann geht es an dieses dementsprechende Gerät, wird geschickt. Müsst dann in dem entsprechenden Gerät euren PureVPN-Username und euer Passwort eingeben. Oder ihr macht es so wie ich, ihr macht es in die Cloud. Dann könnt ihr mit dem einzelnen Gerät, wo ihr es nutzen wollt, auf die Cloud gehen. Also geht einfach auf Apps, also in der Benutzeroberfläche, in der unteren Zeile auf Apps. Und dann alle Apps anzeigen. Dann habt ihr die installierten Apps. Und die Apps, wenn es an ist, Cloud-Apps anzeigen, gibt es einen Punkt in Einstellungen. Da werden Cloud-Apps angezeigt oder nicht angezeigt. Dann müsst ihr gucken, ob es bei euch an ist. Wenn es bei euch an ist, habt ihr dann PureVPN als Bild. Und da ist dann so ein Wolkensymbol. Ja, weil es in der App ist, also in der Cloud ist. Und dann drückt ihr einfach drauf, dann wird es installiert. Benutzername, Passwort eingeben und dann könnt ihr es sofort benutzen. Funktioniert wunderbar. Am PC könnt ihr das für ganz coole Sachen benutzen. Das werde ich euch auch mal kurz zeigen. Das ist jetzt hier YouTube Premium. Ich aktualisiere mal, damit ihr seht, dass es wirklich aktuell ist. Ja, ein Monat gratis, danach 11,99 den Monat. Wenn wir aber jetzt unser PureVPN einfach mal anschmeißen und wir suchen mal einen County aus, wir nehmen jetzt einfach mal Türkei. Weil Türkei schwärmen ja viele von, die sagen, ey, da kriegst du Netflix-Bill ja, da kriegst du Spotify-Bill ja, alles Mögliche. Ja? Das sind die türkische Lira. Und die packen wir jetzt hier einfach mal rein. Und wir haben einen Preis von, Mensch, 2,70 Euro. Das ist ein guter Preis. Und dann habt ihr dafür 2,70 Euro YouTube Premium. Aber ich sage mal, ist mir noch zu teuer. Das ist mir noch wesentlich zu teuer. Deswegen machen wir einfach mal Disconnect. Und wir suchen nochmal County aus und wir nehmen einfach mal Indien. Und dann verbinden wir uns mit Indien. So, da haben wir 129 Rupien. Und jetzt lassen wir uns die Rupien mal in Euro umrechnen. Ob wir da vielleicht noch mehr sparen. Mensch, wir sparen sogar nochmal einen Euro. Wir sind jetzt bei 1,62 Euro. Und ich schwöre euch, vor einem knappen Jahr oder halben, dreiviertel Jahr, wo hatte ich mal geguckt, da war das sogar unter einem Euro teilweise. Da war bei Rupien bei, scheiße, 62 Cent oder sowas den Monat. Ihr braucht aber dafür natürlich eine Kreditkarte für YouTube Premium, wie ihr das machen könnt. Ihr habt dann YouTube Premium, habt YouTube Musik. Also Premium heißt, es wird keine Werbung mehr angezeigt.
Ja? Ihr habt keine Werbung mehr zu sehen. So. Also da empfehle ich euch, wie gesagt, Indien. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Land ihr nutzt. Und, ja, welches Land ihr nutzt und wie viel ihr bezahlt habt. Vielleicht ist ja da noch was mit bei, wo man noch ein bisschen mehr sparen kann. So, am Rande möchte ich noch schnell erwähnen, das ist nicht alles, was ihr bekommt bei PureVPN. Ihr habt nicht nur ein VPN-Programm. Ich habe gerade auch wieder eine E-Mail gekriegt mit einer Umfrage, was man machen könnte, um die Zufriedenheit zu verbessern, ob wir zufrieden sind, also wir Nutzer. Das kommt öfters mal, nicht zu oft. Aber auch eine E-Mail, die mich, wann hat die mich erreicht? Im April, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwann dieses Jahr, oder war es Vorjahr? Vorjahr war das, glaube ich, sogar. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eine E-Mail bekommen von PureVPN und da hat PureVPN geschrieben, wir arbeiten gerade mit jemandem zusammen und wir bieten an unseren Kunden eine lebenslange Mitgliedschaft für, ich weiß gar nicht, 18, 28, 38, ich weiß nicht mehr, was ich bezahlt habe. Also unter 50 Euro. Das ist, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen was her. Und da habe ich dann hier My Sticky Passwort bekommen von PureVPN. Ja, also nicht bekommen, aber ich habe die Option gehabt, als PureVPN-Nutzer das für einen schmalen Preis zu bekommen. Ich werde euch das jetzt mal zeigen. Also wie gesagt, ich habe die lebenslange Lizenz und die kostet, ja, das ploppt jetzt hier immer auf, weil er immer ausfüllen will. So, ich habe einen Benutzer, ein Jahr gibt's, der kostet 26 Euro noch was. Oder ein Benutzer lebenslang, na Mann, für 159 jetzt gerade Euro, sonst 199. Da muss man halt E-Mail-Adresse angeben und dann kann man es hier so kaufen. Ja? Bei mir will er jetzt gerade die ganze Zeit ausfüllen, aber ich hab's ja schon. So. Gehen wir mal weg. Und ich bin damit wirklich echt sehr, sehr zufrieden. Ja? Ich kann euch jetzt hier nicht so viel vom Programm zeigen, weil sonst würde ich zu viel Daten von mir freigeben. Aber ich bin damit echt sehr zufrieden. Also nicht nur, dass wir ein geiles VPN haben. Ich habe jetzt noch mein Sticky Passwort. Also ich bin mit PureVPN, das ist der einzigste VPN-Dienst. Ich habe ja noch einen anderen, der mir in der ganzen Zeit, wo ich da mein Abo habe oder meine Mitgliedschaft habe, mir sowas angeboten hat. Dass ich da halt noch Geld sparen kann. Andere haben es mir, also keine Ahnung. Und damit bin ich echt zufrieden. Ich habe PureVPN, ich habe das. PureVPN habe ich jetzt hier drauf. Auf den meisten Android-Geräten habe ich was anderes drauf. Ja, also von daher, ich bin echt zufrieden. Hier auf dem Android habe ich PureVPN. Im Schlafzimmer habe ich was anderes. Kinderzimmer ist was anderes. Bei meiner Frau ist was anderes. Ich habe ja so viele Android-Geräte. Also man kann PureVPN auf mehreren Geräten gleichzeitig benutzen. Ihr könnt es auf, steht glaube ich, wenn man das hier irgendwo macht, 5 Geräte gleichzeitig nutzen. Aha. 3-Jahresplan. Steht hier leider nicht. Vorher stand es mal hier. Da. Servern. 5 mehr Anmeldungen. Also ihr könnt euch mit 5 Geräten gleichzeitig anmelden. Macht ihr natürlich 6 Geräte, wird instant deaktiviert in dem Augenblick. Ja? Also 5 Geräte gleichzeitig. Das heißt, 5 Android-Boxen, 5 Fire TVs, 5 PCs, aber auch ein PC, ein Android-Gerät oder sagen wir mal, ich nehme mal meins am besten. Mein PC, das Handy von meiner Frau, mein Handy, dann die Android-Box im Schlafzimmer nehmen, also die Android-Box, ich nehme jetzt einfach mal das Fire TV, was wir hier haben im Wohnzimmer. Zusätzlich für meine Tochter vielleicht noch
im Kinderzimmer. Ja, dann sind 5 an. Ja, wenn meine Frau jetzt oben noch ihr Android anschmeißt, sind 6, wird irgendein anderer die drauf rausgenommen. Ja, also 5 gleichzeitig. Also ihr könnt auf 20, 30, 40, 50 Geräten installieren, aber nur 5 können gleichzeitig genutzt werden. So, das soll es jetzt auch zu, ja, machen wir mal hier hoch, sieht schöner aus, zu PureVPN gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas helfen. Wenn ihr Fragen habt, Däumchen wären Träumchen, Fragen in die Kommentare. Ja, ich werde, denke ich mal, nochmal ein Video machen zu PureVPN innerhalb von Kodi auf dem Fire TV, werde ich es euch zeigen. Das werde ich die Tage mal in Angriff nehmen. Jo. Und dann mal gucken. Wenn ihr halt wieder noch, wie gesagt, noch andere Anregungen habt zu PureVPN, einfach in die Kommentare posten. Ich bin dann jetzt mal weg. Viel Glück euch allen bei mir Windspiel. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin. So, nochmal einen kurzen Nachtrag. Ich bin nämlich gerade am Bearbeiten, wie ihr seht, von dem Video. Ist fast fertig, was ihr gerade gesehen habt. Und mich hat jetzt gerade noch eine E-Mail erreicht. Wie gesagt, ich nehme jetzt einfach mal Visitenkarte. So, 3 Jahre PureVPN für 61 Euro. Hier steht jetzt Gesamt und da habt ihr die Möglichkeit, haben Sie einen Rabattcode. Und da gebt ihr einfach Odin10 ein. Werde ich auch in die Videobeschreibung machen, anwenden. Wir haben grün, es wurde gewährt und ihr zahlt jetzt nicht 61, sondern nur 54,90 Euro. Geht wohl für alle Mitgliedschaften. Monat, 3 Jahre, 1 Jahr, ist komplett vollkommen egal. Ihr könnt mit Odin10, könnt ihr 10% sparen. Ich werde es wahrscheinlich auch im Video noch irgendwo markieren oder so, hierwegs einblenden oder so, ich habe noch keine Ahnung. Jedenfalls in der Videobeschreibung werde ich es auch drin schreiben. Mit Odin10 nochmal 10% zusätzlich sparen, sind nochmal 6,10 Euro, die ihr da spart. So, jetzt soll es aber das wirklich gewesen sein. Ich hoffe, hat euch Freude gemacht. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.